Liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer, liebe Freunde, herzlich willkommen im Paradies, nee, bei Talk mit Sinn, aber draußen, ja, erhoben an einem hohen Punkt. Wir sind jetzt 20 Minuten mit dem Auto gefahren von uns zu Hause, um Ihnen den besten Hintergrund für Talk mit Sinn zu geben. Eine inspirierende Umgebung. Sie sehen hinten die Bucht und die Berge. Ich weiß nicht, vielleicht sind wir auf 500 Höhenmeter, 400 Höhenmeter oder so etwas. Ja. Und ja, wir können so etwas hier machen. Es ist wenig los, vielleicht fährt ab und zu mal ein Auto. Doch ansonsten sind wir hier mit uns, mit Gott, mit dieser traumhaften Natur. Ein wunderschöner Schmetterling setzt sich da gerade hin. Und es ist auch für uns eine sehr inspirierende Atmosphäre. Sie blicken hier aufs Meer. Ich verrate Ihnen, wir blicken auf der anderen Seite auch aufs Meer. Ja. Vielleicht drehen wir das nachher noch in diesem Interview, dass Sie auch sehen, was wir sehen. Und ja, wir haben eine weitere Runde bei Talk mit Sinn eingeleitet. Die erste Runde ist schon vorüber, Gerhard. Da waren 5 Videos, wurden dazu veröffentlicht, 5 Interviews. Und heute steigen wir in die zweite Runde ein. Und das große Thema dieser zweiten 5-teiligen Interviewserie mit Gerhard lautet Selbsterkenntnis. Und im ersten Interview zum Thema Selbsterkenntnis geht es darum, wieso überhaupt? Wieso? Wo hören wir denn Selbsterkenntnis? In der Schule nicht, im Kindergarten nicht, an der Uni nicht, am Arbeitsplatz nicht, unter Freunden nicht, in der Familie nicht. Warum reden wir jetzt über Selbsterkenntnis? Genau, weil sonst niemand drüber redet. So, oder nur sehr, sehr wenige. Doch Fakt ist, es reden sehr wohl auch andere darüber, nur wir beschäftigen uns mit diesen Dingen nicht und deswegen wissen wir es nicht. Also Gerhard, ich glaube, es gibt eine Inschrift an einem bestimmten Tempel von Delphi. Wie lautet die? Ja, also diese Inschrift ist ja sehr bekannt. Sie lautet, Mensch, erkenne dich selbst und du wirst das Universum und Gott erkennen. Das müsste man eigentlich noch hinzufügen. Kennt man nicht, denn den ergänzenden Teil, der ist weniger bekannt, was aus diesem Spruch insgesamt eben bekannt ist, ist nur dieser Part, Mensch, erkenne dich selbst. Aber das, was ich noch dazu gesagt habe, bedeutet ja auch in seiner Form, wie es eigentlich ganz heißt, dass man dann auch die Schöpfung versteht, aber auch Gott schauen kann. Kannst du es unseren Zuschauern nochmal direkt sagen, wie es komplett heißen soll? Ja, Mensch, erkenne dich selbst und du wirst das Universum und Gott schauen. Mhm, okay. Oder es wird immer ein bisschen unterschiedlich übersetzt, aber vom Prinzip her, ja. Mhm, und dieser Ort, wo das ist, dieser Tempel von Delphi, das hat ja etwas mit der früheren Antike, mit Griechenland zu tun. Also können wir sagen, bereits in der Antike gab es Menschen wie uns, die darüber diskutiert haben, ja, dass Selbsterkenntnis wichtig ist, oder? Und finden wir das noch auch in zum Beispiel der christlichen Religion oder in der Bibel? Wie zeigt sich das dort? Ja. Natürlich würden wir auch, oder wir finden auch in der christlichen oder westlichen Welt mehrere Zitate von den großen Menschheitslehrern, Weisheitslehrern. Jesus Christus wird im Matthäusevangelium zitiert mit dem Ausspruch, was siehst du, den Splitter im Auge deines Bruders, zieh dir erst selbst mal deinen Balken aus deinem eigenen Auge. Ja? Und das drückt ja aus, dass wir mit unserer Aufmerksamkeit immer nur draußen sind in der Welt. Was müssten die anderen anders machen? Was ist zu bemängeln an der Frau Merkel, an den Herrn Trump und so weiter und so fort? Und verlieren uns aber dabei so sehr mit dem Außen, dass wir doch an für sich erstmal bei uns selbst beginnen sollten, weil wir sowieso nicht richtig schauen können, selber blinzeln, ja? Und dadurch sehen wir auch in der christlichen Lehre eindeutig den Hinweis zu der so wichtigen Selbsterkenntnis. Es sind aber noch viele andere Stellen in der Bibel, ja. Nur das ist eine, würde ich mal sagen, sehr prägnante. Genau, und um einen Balken herausnehmen zu können, muss ich ihn ja erstmal sehen, oder? Wenn ich den Balken gar nicht sehe, dann weiß ich ja nicht, wo soll ich hinlangen, wo ist er denn, was ist denn mein Balken, was ist meine Schwäche, oder? Und wie fängt man an, einen eigenen Balken zu sehen? Durch? Selbsterkenntnis, Selbsterforschung. Genau.
Wo haben wir das Thema, sage ich jetzt mal, der östlichen Philosophie? Wo kommt das vor oder wie können wir das umschreiben? Ja, da ist es natürlich ein ganz großes Thema. Es ist egal, ob wir jetzt in die buddhistische Lehre gehen. Buddha wird mit einem Ausspruch zitiert, der sinngemäß lautet: Wenn der Geist rein ist, wo kann es da noch Leid geben? Also das bedeutet, die Befreiung vom Leid kommt über die Reinigung vom Geist. Und das sind ja die feinstofflichen Themen, also sprich unser Charakter. Oder wenn wir in die indische Philosophie blicken, ja, dann heißt es, Selbsterkenntnis ist die Voraussetzung vor der Gottesverwirklichung, weil die Gottesverwirklichung ist ja das höchste menschliche Ziel. Nur in diese Richtung können wir nicht wachsen, wenn wir nicht zuvor uns selbst erkannt haben oder Selbsterforschung betrieben haben. Und da finden wir das, also es ist egal, wir würden das auch bei den Persern, bei den Sufis, bei den Mayas, es ist alle Menschheitslehrer, großen Weisheitslehrer lassen uns wissen, dass der Weg der Selbsterkenntnis der Weg ist, der nötig ist, um das höchste Maß an Erfüllung und Sinnfindung in dieser Welt finden zu können. Aha, das heißt also, wir sind keine Exoten, sondern wir haben ganz viele im Boot. Sehen Sie sie hinter uns, sie stehen alle da, ja. Symbolisch natürlich gesprochen. Wir bringen das aber bewusst in den Vordergrund, damit man überhaupt erstmal erkennt, warum es wichtig ist, sich mit Selbsterkenntnis zu beschäftigen. Denn wenn ich kein starkes oder großes Motiv habe, um etwas zu tun, werde ich eine Sache nicht tun, ja, oder? Natürlich. Also brauche ich ein Motiv. Und wenn wir uns jetzt vergegenwärtigen, dass tatsächlich große Führer, große Vorbilder oder auch eine gewisse Religion, egal von wo sie kommt, das beinhaltet als wesentlichen Bestandteil. Und Religionen haben ja einerseits mit Glaube und Gott zu tun, aber andererseits natürlich auch mit dem Menschen, wie er sich dahin bewegen kann, dann ist das Selbsterkenntnis ein essentieller Bestandteil dieses Weges. Wenn wir das Ganze jetzt auf die heutige, ich nenne es mal moderne Gesellschaft übertragen, wo finden wir da Themen wie Selbsterkenntnis oder wie zeigt sich das in der modernen Welt? Nun, in der modernen Welt ist es eher so, erst wenn das Kind in den Brunnen gefallen ist, besinnt man sich auf das, was geholfen hätte. Damit meine ich eben, dass dann Themen eine Rolle spielen wie die Psychotherapie oder die Arbeit der Psychologen, die den Menschen dann erstmalig überhaupt die Perspektive eröffnen, dass es sinnvoll gewesen wäre, ja, sich jetzt erstmal mit sich selbst zu beschäftigen. Weil die Menschen tun das ja nicht, ja, uns wird ja ein Bild vermittelt, es wäre besser, dass man dafür sorgt, gute materielle oder die Bedürfnisse primär materiell zu befriedigen. Dadurch wird das Geistige vergessen. Die Selbsterforschung spielt keine Rolle. Es wird auch nicht darüber gesprochen. Und die Folge ist, die Menschen sind halt in dem Punkt, leider gehen halt stark Arbeit, um sich die Dinge kaufen zu können, weil sie sich versprechen, dass sie dadurch die Erfüllung erlangen, wenn sie dann ihr schönes Haus haben, ihr schönes Zuhause, ihr schönes Auto, ihren schönen Urlaub und was weiß ich was alles. Selbsterforschung ist keine Zeit, nur der Weg geht nicht, der Weg führt eben in die Zerstörung. Ich sage das auch ganz klar, weil ohne das geht es nicht, ohne die Selbsterforschung. Und dann kommen irgendwann Krisen. Ja? Das kann der Burnout sein, weil man sich übernimmt mit der Arbeit. Das kann eine andere unverarbeitete Problematik sein durch Partnerschaftsgeschichten, Trennung, Todesfälle, Krankheit. Es ist egal, irgendwann kommt der Punkt, wo man merkt, man ist mit seinem Latein, kommt man nicht mehr weiter. Und dann in dieser modernen Welt wird das Zugeständnis gemacht, dass es glücklicherweise, Gott sei Dank, auch im deutschsprachigen Raum diese Möglichkeit gibt, psychotherapeutische Hilfe in Anspruch zu nehmen. Aber auch da sehen wir, dass das nicht sehr stark promotet wird, weil wenn man heute einen Termin haben möchte bei einem guten Therapeuten, liegt die Wartezeit bei 2 Jahren. Ja? Und der Mensch ist eben nicht primär der Körper, sondern er ist in erster Linie der Geist. Und dass man das, was den Menschen eigentlich wesentlich ausmacht, wenn er krank ist im Geist, ihm 2 Jahre Wartezeit entgegenhält, das ist schon komisch. Aber da sehen wir, dass die Prioritäten Kopf stehen. Und ja, um auf deine Frage zu antworten, in der heutigen Welt finden wir die Bedeutung von Selbsterforschung eher erst dann, wenn der Burnout, die Depression und solche Dinge eingetreten sind und wir professionelle Hilfe brauchen. Aber immerhin, lieber spät wie nie, oder? Ja, ja.
Ja, jetzt haben wir im ersten Teil dieses Interviews mal behandelt, warum aus verschiedenen Kulturen, verschiedenen Religionen, warum überhaupt Selbsterkenntnis, warum es wichtig ist. Und im zweiten Teil möchte ich dann gerne anhand eines Beispiels von dir selber fortfahren, damit es für Sie greifbarer wird, was bedeutet wirklich Selbsterkenntnis. Genau, konkretes Beispiel machen. Doch, ich habe Ihnen ja versprochen, dass ich Sie auch sehen lassen möchte, was ich da vor mir sehe. Deswegen gibt es einen kurzen Cut jetzt. Ich drehe die Kamera und wir sind gleich wieder da. So, da sind wir wieder. Wie vorhin versprochen, sehen Sie jetzt die andere Seite vom Meer. Und wir kommen jetzt zu einem praktischen Teil, ja, weil alles Theoretische schön und gut, ja, wir brauchen Futter für unseren Geist, für unseren Verstand, unseren Intellekt, ist wichtig. Aber wenn wir ins reale Leben kommen und ein Beispiel haben, dann wird das Ganze viel greifbarer. Und da möchte der Gerhard uns erzählen zu einem bestimmten Punkt, wie ihm da manche Lichter blingling aufgegangen sind, ja, wo du etwas in dem Licht vor der Selbsterkenntnis so nicht gesehen hattest. Ja. Was genau war das? Nun, das war damals die Situation, wo wir in Indien waren. Das war im Jahre, ich denke, 2008. Da war ich in etwa 47 Jahre alt. Und da war es so, dass wir eine Beratung in Anspruch genommen haben von einem indischen Astrologen. Und dieser indische Astrologe hat eben auch über die Persönlichkeit etwas gesprochen. Und bei mir sagte er, die Beratung war in Englisch und ich habe es auch aufgenommen, deswegen ich habe es auch dokumentiert, er sagte zu mir, "You are impatient, Sir." Dann habe ich mir erstmal gedacht, was sagt er zu mir? Ich bin ungeduldig. Ich wäre ungeduldig. Ich war total durcheinander, weil ich wusste bis zu meinem ja knapp 47., 46. Geburtstag nicht, dass ich ungeduldig wäre. Ich hatte mich selber in meiner eigenen Vorstellung gesehen als dynamisch, aktiv, begeistert, enthusiastisch und solche Dinge, aber doch nicht ungeduldig. Nur wie ich dann eben ein paar Tage, ein paar Wochen immer mehr darüber nachgedacht habe, ob das nicht doch etwas mit mir zu tun hat, sind mir da mehrere Auffahrunfälle eingefallen, wo ich viel zu wenig Abstand gehalten hatte, weil ich ungeduldig war, weil der vor mir Fahrende zu langsam fuhr, aus meiner Sicht. Oder ich habe mich an mehrere Verträge erinnert, die ich in Sekundenschnelle unterschrieben habe, wo ich aber im Nachgang bereut habe, diese oder jene Sache gekauft zu haben oder Geld auf die Art und Weise angelegt zu haben. Und wo letztlich auch aus der Motivation, es ging mir alles nicht schnell genug, ich ungeduldig gehandelt habe. Das führte zu ja, schwierigen, großen Unfällen. Da waren auch welche dabei, mit wirklich, wo es ganz anders hätte ausgehen können. Und ich habe sechsstellige Summen, jetzt mal von den Eurobeträgen her, verloren durch übereiltes, ungeduldiges Handeln. Nur ich war unbewusst, ja, hätte ich die Werkzeuge der Selbsterforschung gekannt, ja, dann hätte ich hier natürlich schon mal ansetzen können, nach dem Motto, wenn ich es eilig hätte, hätte ich mir Zeit lassen müssen und hätte eben nicht so schnell schon diese Dinge tun sollen, sondern lieber mal eine Nacht drüber schlafen und es nochmal durch die Welle gehen lassen. Und dann nach einem Tag schaut ja oft die Sache ganz anders aus, langsamer fahren mit dem Auto. Ich hätte mir viel Geld, viel Leid, viele Risiken in meinem Leben erspart. Aber man, das Leben ist selber Lehrer auch. Wir lernen natürlich trotzdem auch, weil wir dann halt durch die blauen Flecken oder durch das Leid lernen, dass uns das Leben zeigt, wo wir uns nicht in Übereinstimmung mit den göttlichen Tugenden verhalten. Denn Gott selbst ist geduldig. Sehr geduldig mit uns. Geduld ist eine Tugend. Und ich habe aus vergangenen Leben in dem Bereich, neben vielen anderen Dingen, hier nicht die Geduld, diese göttliche Tugend entwickelt. Und so habe ich meine Lektionen bekommen. Aber glücklicherweise, jetzt konkret zu diesem Beispiel, jetzt arbeite ich bereits seit, sagen wir mal, 10 Jahren an dem Thema.
Das ist nämlich nicht so zu sagen, ach ja, jetzt muss ich halt langsamer tun und weiter geht's. So leicht geht das nicht. Sondern bis heute beschäftigt mich das. Seit 10 Jahren arbeite ich da ganz bewusst dran. Und ich bin ja selber in der Persönlichkeitsentwicklung tätig als vedischer Astrologe und Lehrer in dem Bereich. Es geht langsam, aber es geht. Ja. Und nur wenn ich jetzt gar nicht erst bewusst bin, wenn ich mich gar nicht mit mich in der Tiefe analysiere und erforsche, weil das kann man noch viel tiefer beleuchten, warum das bei mir so ist. Da gibt es noch andere Gründe, die dahinter liegen. Ja, wollen wir jetzt darauf eingehen. Dann werde ich nichts ändern und werde halt, hätte ich noch mehr Unfälle gehabt, noch mehr Geld verloren oder wäre es noch schlimmer ausgegangen. Das heißt letztlich, ja, Veränderung, schön und gut, aber der erste Schritt und somit der wichtigste ist die Erkenntnis. Erkenntnis. Weil wenn du gar nichts weißt, nehmen wir an, jemand sagt, oh mein Gott, mein Leben ist so schwer, ich möchte es gerne leichter haben. Ja, wo soll diese Person denn ansetzen? Mit was soll sie denn beginnen? Also muss sie mit irgendeinem Weg erstmal ihre Situation beleuchten, wie sie da hineingekommen ist, was sie da machen kann und wie sie es künftig anders machen kann. Aber das alles ist Erkenntnis. Das ist der erste Schritt. Wir müssen bereit sein, hinzuschauen. Macht Hinschauen immer Spaß? Nein. Nein. Denn man sieht dann an Dinge an sich und man sagt, was, also das habe ich auch, oh Mann, das habe ich ja noch gar nicht gesehen, das mag ich aber nicht an mir. Und man geht natürlich schon durch ja, Zeiten durch, wo es einem schwer runtergeht, wo man sagt, ja, aber letztlich hilft es nichts, wir können diesen Aufgaben nicht aus dem Weg gehen. Ja. Und unsere Zeit ist so kostbar, dass es ja eigentlich darum ginge. Ja. Lassen wir das Auto kurz vorbei, das gehört in der Natur mit dazu. Ja, genau, also auch wenn es nicht immer Spaß macht, sich mit Selbsterkenntnis zu beschäftigen, ist es doch letztlich die einzige Möglichkeit, wie etwas in die positive Änderung gebracht werden kann. Und drum geht kein Weg dran vorbei und drum haben wir eine ganze Interviewserie diesem Thema Selbsterkenntnis gewidmet. Wir werden es von verschiedenen Aspekten beleuchten, bis sie sagen, ja, ich habe es verstanden, warum ich Selbsterkenntnis in meinem Leben brauche. So, und eine Möglichkeit gibt es natürlich, Sie können sich selber zu Hause irgendeinen Weg suchen, irgendetwas, was Sie interessiert. Es gibt auch im alternativen Bereich alles Mögliche. Oder Sie können einen Coach sich nehmen oder Sie können zum Therapeuten gehen. Oder Sie können auch gar nichts machen, sich verweigern, geht auch. Oder Sie haben die Möglichkeit, auch Gerhard Feiner näher und intensiver kennenzulernen. Und dafür gibt es zwei Wege. Zum einen hat er die vedische Astrologie-Online-Schule. Wenn Sie sich damit intensiver beschäftigen, haben Sie automatisch Selbsterkenntnis oder Sie kommen hierher ins wunderschöne Zypern zu einem der Seminare, die angeboten werden und dann können Sie Gerhard Feiner auch live erleben. Und Informationen zu den Seminaren, Informationen zu der Schule finden Sie unterhalb dieses Videos. Gehen Sie auf den entsprechenden Link, lesen Sie sich die Informationen durch und vielleicht kann Sie Gerhard Feiner bald hier auf Zypern begrüßen. In diesem Sinne alles Liebe und bis zum nächsten Interview. Danke, Gerhard. Danke, Bruni.